Ich komme jetzt zu einem bezaubernden Herrn. Kurz vor der Rente hat er mir vor kurzem erzählt. Also ganz jung ist er nicht mehr, aber im Herzen ist er jung. Und ich kenne keinen anderen, der so einen wahnsinnigen Hüftschwung hat wie er. Sein Name Giuseppe. Ein Name schreibt Geschichte sozusagen. Seit 1990 ist er unterwegs. Sein allererster Auftritt, müssen Sie sich vorstellen, war vor Tausenden von Leuten beim Volksfest in Stuttgart. Weil da ist er seit 40 Jahren zu Hause mit seiner besseren Hälfte sozusagen, mit der Maria. Und er präsentiert uns nun heute zwei brandneue Titel aus seinem brandneuen Album. Als erstes meint er natürlich italienisch, Arrivederci a domani. Und jetzt begrüßt er euch mit La Strada del Amore. Begrüßen Sie mit einem Riesenapplaus Giuseppe! Jeder Weg zum deinem Herzen ist mir im Leben nie zu weit. Und aber jeder, den ich ging, auch bis heute nie bereut. Denn auf jedem dieser Wege fand ich nur das pure Glück und werde sie auch immer gehen. Ganz alleine, nur für dich. La strada dell'amor, ich werde sie immer gehen. Denn deine Liebe kann meiner niemals widerstehen. La strada dell'amor. In diese Wege, in gute und in schlechte Zeit, viele mit ganzen Apathie, von jedem Zwang total befreit. Nimm's mir all die Zweifel, welche ich ab und zu mal spiel, weil unsere Liebe groß ist. Und die find ich nur bei dir. La strada dell'amor, ich werde sie immer gehen. Denn deine Liebe kann meiner niemals widerstehen. La strada dell'amor. Was uns ganz traurig macht. Die Nacht kann Sonne wärmen und
Ewigkeit wird so für uns beide zu einer Ewigkeit. Arrivederci a domani, wenn wir uns wiedersehen und unsere Herzen dann wieder im Feuer stehen. Kein Glanz mehr in den Augen, die Seele fast erfroren. Für eine Nacht ist alles um uns herum verloren. Doch wird der neue Morgen für uns Wegweiser sein, für uns und unsere Liebe, das heißt nie mehr allein. Arrivederci a domani, wenn wir uns wiedersehen. Arrivederci a domani, uns trennt nur eine Nacht, bis uns die Sonne dann ewig im Herzen lag. Ja, das war unser Giuseppe. Und ich sage es bewusst, Giuseppe von der Müllabfuhr. Es stimmt, Giuseppe. Herzlich willkommen am Tisch. Ja, ja, richtig. Du bist bei der Stuttgarter Müllabfuhr Fahrer. Vorne drauf auf dem LKW. Aus dem LKW, ja. Also wenn es regnet, hast du die besseren Karten. Bis jetzt, ja. Bis jetzt, ja. Na, ich sag's deswegen, lieben Gäste, ihr müsst mal den Giuseppe unbedingt live erleben. Das ist ein Genuss. Der Mann hat einen Hüftschwung, immer ein Grinsen im Gesicht, immer lustig. Giuseppe, ich habe dich noch nie irgendwie traurig gesehen. Ich bin geboren, lachen. Italienisches Blut. Und was ich mich immer frage, Giuseppe, 40 Jahre in Stuttgart. In Stuttgart, ja. Wohnhaft, aber dein Deutsch ist nicht so gut. Wieso? Aber ich will nicht studieren. Kein aber Deutsch studiert. Aber singen kann. Singen kannst du sehr gut. Aber da muss man natürlich sagen, deine bessere Hälfte, die Maria, die heute im Publikum sitzt. Jawohl, das ist meine Maria, wo ich gebe Kopiere. Und dann, die lernt mit dir, wie eine Wilde. Ja, muss lernen, sonst geht nichts. Alleine kann ich nichts. Und dein erstes, allererstes Lied, das du auf Deutsch gesungen hast, wie könnte es anders sein? Giuseppe von der Melafor, ja. Da haben wir den ersten Videoclip gedreht fürs Musikkarussell. Das war in der Schweiz. In der Schweiz, ja. War sehr schön. Mit Traktor. Das war mein Wagen. Ich kann mich erinnern, in Villnachen in der Gärtnerei Schwarz. Giuseppe auf dem schön orangen Traktor hat ausgeschaut wie das deutsche Müllauto. Ja, ich weiß schon, wie ich mit deutschem Müllauto. Und mittlerweile muss man sagen, hast du 4 CDs, die neueste momentan, noch aktuellste steht auf dem Tisch. 4 Albums hast du jetzt. 4 Albums bis jetzt, ja. Auf dem Markt. Und bist sehr, sehr viel unterwegs natürlich, gell? Nicht viel, aber öfter. Öfter. Aber jetzt hast du natürlich dann Zeit, jetzt kommst du in die Rente und dann ist Giuseppe nur noch unterwegs. Zeit.
Ja, habe ich mehr Zeit. Ich kann nicht Urlaub nehmen, so wie heute extra hier kommen. Urlaub genommen für den Toni Gustal, für dich und für die KTV. Das freut uns natürlich, dass du extra von Stuttgart hierher gekommen bist. Geht's heute nach Hause oder bleibst du noch hier? Nein, ich fahre nach Hause. Du fährst nach Hause. Ich schaffe nichts, egal wann ich morgen Morgen früh fahre. Aber ich gehe nach Hause heute. Wenn wir gerade noch einen aktuellen Anlass ein bisschen ansprechen. Du warst vor kurzem bei Dieter Bohlen vor am Tisch. Das Supertalent hast Supertalent. Du mitgemacht beim Casting. Zweite Mal schon. Wie weit bist du gekommen? Letztes Jahr bin ich einen Punkt weit gekommen. Ich war bei Stuttgart. Mehr als 400 Leute und 25 Leute angenommen, ich war dabei. Ja. Mit Giuseppe von der Milafour. Mit diesem Titel? Ja, mit diesem Titel. Und ganz orange anziehen und Time Say Goodbye von Bocelli. Die zwei Lieder habe ich gemacht. Also italienische Lieder liegen dir ganz, ganz am Herzen. Natürlich deine Muttersprache. Ja, richtig. Wenn man dich live bucht, hört man das natürlich auch. Du machst abendfüllend Programm. Wie kann man dich buchen, Giuseppe? Ich meine Homepage. Ja. online-giuseppe.de. Ich gebe es nochmal voll deutsch durch. www.giuseppe- Oh, jetzt habe ich Fehler gemacht. Bindestrich online.de, also www.online-giuseppe.de. Aber kann ich Leute auch gucken in YouTube? Bin auch dabei in YouTube, Facebook auch. Sind also alle Lieder italienisch und deutsche, unsere deutsche. Man sieht schon, Giuseppe ist modern. Facebook, YouTube, eigene Homepage. Plus kein Geld. Das ist ein Applaus wert. Ja, wer weiß, das kommt jetzt dann in der Rente, mein lieber Giuseppe. Rente. Ich wünsche auf jeden Fall einen wunderschönen Ruhestand. Genieß es mit der Maria zusammen. Dankeschön. Und ich denke, wir sehen uns demnächst mehrmals auf der Bühne in irgendeinem Land. Wir sind ja viel unterwegs. Gell? Richtig. Und liebe Leute, passt auf, wenn ihr in Stuttgart unterwegs seid. Da gibt es einen Müllfahrer, der übt beim Fahren. Ist sehr gefährlich. Ehrlich, nicht Spaß. Das ist mein Studio. Danke, Giuseppe von der Müllabfuhr. Dankeschön, Dankeschön bei euch.